Ja, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fable. In der letzten Folge haben wir bis jetzt in der letzten Folge haben wir, glaube ich, die Tauben von Dings geschossen, von den Häusern. Ich weiß es nicht mehr ganz genau, was wir gemacht haben, aber jetzt schießt mit dem auf jeden Fall sind wir erwachsen geworden. Geht nicht zu nah ran. Und meine Stimme hat sich für eine kurze Zeit verabschiedet. So. Auf jeden Fall ist das jetzt unsere letzte Prüfung. So, jetzt alles, was wir die letzten Jahre gemacht haben, bei uns waren es jetzt nicht gerade Jahre, sondern eher Minuten, müssen wir jetzt anwenden. Gut, du bist schnell. Und auf unseren lieben Kollegen Mace schießen. Du wirst immer mit welcher Stärke ist egal. Einfach nur Treffer zählen. Und zu guter Letzt wirkt Blitz auf mich. Gerne. Das ist auch der Zauber, mit der diesen Banditen, der uns am Anfang des Spiels bedroht hat, besiegt hat. Okay, das ist ihm scheinbar egal. Du bist schnell. Das heißt, entweder er ist schmerzunempfindlich oder wir sind schwach. Das reicht. Ja, gar nicht übel für Neuling. Gerade waren es noch Jahre. Du wirst Kämpfe ausfechten, die schlimmer sind als dieser. Ja, ansonsten ist es auch langweilig. Du hast den letzten Test bestanden und bist bereit, vom Gildenmeister das Gildensiegel zu bekommen. Gut. Also, raus aus dem Wald, zu unserem neuen Heldendasein. Zu großen Heldentaten werden wir dann jetzt aufbrechen und vielen bösen Kerlen in den Arsch treten. So. Ein letztes Mal. Das ist der große Tag, Junge. Oder? Ich erinnere mich an den Abend, als ihr zu uns kamt. Und seht euch jetzt an. Ich auch noch, ist nicht mal eine halbe Stunde. Maces Vertrauen in euch hat sich gelohnt. Grob eine halbe Stunde. Folgt mir jetzt. Die Abschlusszeremonie findet in der Schicksalskammer statt, dem ältesten Bereich der Gilde. Also. Lasst die Lehrlinge vortreten. Zur Schicksalshalle. Viele Jahre habt ihr hart daran gearbeitet, euch den Titel Held zu verdienen. Heute endet eure Ausbildung und ihr werdet in die Welt entlassen, um große Taten zu vollbringen. Taten, die euch den Dank Tausender einbringen werden. Oder sie mit Furcht erfüllen. Ja, man kann auswählen, was man machen will. Böse oder gut? Die Schatten von Albion. Wie gesagt, ich werde eher in Richtung und seltsame Dinge tendieren. Eure Entscheidungen, ob in guter oder böser Absicht, werden den Lauf der Welt verändern. Nehmt jetzt eure Gildensiegel und zieht hinaus als Helden. Jetzt sind wir Helden. Uhu. Es wird Zeit, uns zu verlassen, Jungchen. Aber ihr seid immer noch ein fester Teil der Gilde. Auf dem Kartentisch findet ihr Informationen zu allen Quests, die die Leute von Albion von Helden ausgeführt haben möchten. Kommt regelmäßig her, um all eure Erfahrung in neue Fertigkeiten umzuwandeln. Nur wenn ihr das regelmäßig tut, kommt ihr als Held voran. Tretet ins Licht, dann zeige ich euch, wie es geht. Ja, wir treten ins Licht. Zuerst müsst ihr das Gebiet wählen, auf dem ihr vorankommen möchtet. Ihr habt eine Fertigkeit gewählt. Ihr könntet ein Meister im Bogenschießen oder ein heimlich agierender Schurke werden. Benutzt eure Erfahrung aus dem Distanzkampf, um Tempo, Zielgenauigkeit oder List zu verbessern. Trefft jetzt eine Wahl. Zielgenauigkeit ermöglicht euch, mehr Schaden im Distanzkampf zuzufügen. Yep. Und macht eure Schüsse präziser. Dann gehen wir mal zurück und versuchen wir mal Stärke, ihr habt vielleicht Stärke was zu verbessern. Gewählt. Ihr könntet ein großer Krieger werden. Benutzt eure Erfahrung aus dem Nahkampf, um Körperbau, Gesundheit oder Zähigkeit zu verbessern. Trefft jetzt eine Wahl. Ihr habt Willenskraft. Und wir lassen gewählt. Ihn aussprechen. Ihr könnt ein mächtiger Zauberanwender werden. Benutzt eure Erfahrung aus dem Magiekampf, um neue Zähigkeit macht euch widerstandsfähiger gegen Schaden. Einfach weil es noch passt. Können wir auch zu verzeihen? Ach nee, Aufstieg rückgängig. Nee, machen wir nicht. Wir machen es so. Ich kann euch nicht mehr viel lehren, aber ich werde immer für euch da sein, solltet ihr raten. Auch wenn es unnötig ist. Und mit Hilfe eures Gildensiegels können wir jederzeit miteinander sprechen.
Ihr werdet merken, dass es blinkt, ja, ja, wenn ihr genug Erfahrung zum Ausgeben habt. Irgendwann wird einem das auch noch an Zelda erinnern. Ich habe euch die Grundlagen gezeigt. Das sollte für eine Weile genug sein. Und jetzt wartet eine ganze Welt auf Erkundung. Yep. Und zwar durch uns. Ja, ja, auf eine bestimmte Wiederbelebung. Ja, und wir kriegen die Lampe vor allem. Und ein Autosave. Danke. Yep. Ja, leider musste ich nach dem Autosave die Aufnahme unterbrechen. Und jetzt ist auch schon ein Tag vergangen, deswegen bisschen Zeit ist vergangen seit der letzten Aufnahme. Und ich bin mir jetzt unsicher, ob wir jetzt hier schon die Abschlussprüfung gemacht haben. Oder ob der nächste Quest als Abschlussprüfung zählt. Naja. So, dann gucken wir mal. Quests, wo zur Hölle waren Quests? Da waren Quests. Ja, ich werde mir auch nochmal die Tastenkombination irgendwann aneignen. So, hä? Haben wir es nicht schon erledigt? Ach so, frühere Quests, ja. Man sollte mal drauf achten, worauf man drückt. Das ist es jetzt keine Rahmen. Naja. Wir sprechen einfach nochmal mit dem Gildenmeister. Nehmt die Wespen-Quest. Ach so, mit so einem Kartentisch interagieren. Das ist in Ordnung. Ja, hier, die Quests mit diesem silbernen Zeichen sind halt, ich glaube, das wurde auch schon mal erwähnt, halt Nebenquests oder optionale Quests, die man machen kann. Bekanntheitsstufe hier. Braucht man dafür hier diesen Schneetrollangriff? Ja, ich weiß nicht, warum der so am Anfang da steht. Nett. Kann ein Gefühl sein. Ja, gut. Dazu alles später. Jetzt können wir erstmal nur die Wespen-Quests. Ja, okay, F9. Ja, das werde ich mir noch merken. Ist irgendwas? So, und wir verlassen jetzt zum ersten Mal die Heldenakademie und können uns endlich frei in Anführungszeichen bewegen. Ja. Das Narzissmus. Ach, Narzissmus. Ist bei Helden ganz normal. Wie kann ich also, euch heute behilflich sein? Vergesst nicht. Wenn ihr den goldenen Markierungen so sehen wir auf eurer Karte folgt, prägt gelangt ihr zu eurem Questziel. Es wird nicht lange so bleiben. Wespen greifen den Picknickplatz. Folgt mir! Ja, warte mal. Möchtet ihr vielleicht ihr handeln? Seid hier genau bei ihm kann man... Richtig. Ja... ein, sozusagen ein Titel kaufen, als den man dann bezeichnet wird. Ja gut, also die... Nee, die Titel, die es jetzt gibt, sind irgendwie nicht so ganz das, ihr solltet wie wir uns nennen wollen. Gehen. Da ich glaube, hier kann man irgendwie... Über hey, das hier konnte hier man... Drüben. Bei hier verschiedenen Quests... Ja, komm, lauf doch. Bei bestimmten Quests kann man dann so prahlen quasi, Glück dass man den ohne Schaden erleiden, wie so eine erledigt Eiterbeule. Oder hey, sonst irgendwie... Folgt weiß mir. Ich nicht, ganz viel Geld sammelt oder solche Sachen halt. Wespen! Aber wir werden jetzt erstmal uns um die Wespen kümmern. Schnell! Hier entlang! Bitte, ja. Ihr müsst meine Freunde retten! Ja, ja. So, mal wieder ein Autosave. Picknickplatz. Und das ist dann jetzt hier die Ausgangslage. Wespen, die Bürger stechen. Fressen. Tötet die Wespen auf dem Picknickplatz. Gildenbelohnung 500 Gold, bekannt als Bonus 200. So, dann würde ich mal sagen, hoffen wir, dass ich nicht zu eingerostet bin, wobei, fällt mir gleich auf. Wozu gewinnen wir eine Eibenholzarmbrust, wenn wir sie nicht benutzen? Danke für die Rettung. Ich werde allen von euch erzählen. So. Okay, da ziehen wir mal lieber das Schwert. Okay, die Viecher sind nicht sonderlich stark, also kaum eine Herausforderung eigentlich. Wir sammeln schnell die Erfahrung. Also irgendwie sieht er aus wie so ein riesiger Metzger. Also das Ding, das Schwert. Der Typ mit dem Schwert, weil... Ich weiß nicht, irgendwie passt das von der Dimension her überhaupt nicht. Und dass er das so mit einer Hand einfach führen kann.
DNA-Ärmchen da. Naja. Jetzt müsste eigentlich... Ihr habt mein Leben gerettet. Recht herzlichen Dank. Eine Wespenkönigin kommen oder sowas, genau. Aber ich würde mal sagen, um die kümmern wir uns dann erst in der nächsten Folge. Also Leute, bis dahin, ciao.